Franziska Giffey wagt die Flucht nach vorn. Für die Berliner SPD zieht sie in den Wahlkampf, vom Amt der Familienministerin aber tritt sie zurück, Bedauern bei der Kanzlerin. Ich habe mit Franziska Giffey in den vergangenen Jahren sehr gut und vertrauensvoll zusammengearbeitet und dafür danke ich ihr von Herzen. Giffeys politische Karriere beginnt im Berliner Problembezirk Neukölln. Erst Schulstadträtin, dann Bürgermeisterin mit klarer Haltung zur Integration. Auf der einen Seite die Hand reichen und auf der anderen Seite aber auch ganz klar sagen, es gibt auch ein Stoppsignal für all diejenigen, die der Meinung sind, sich nicht an bestimmte Regeln halten zu müssen. . 2018 wird sie Familienministerin, bald danach gerät ihre Doktorarbeit wiederholt unter Plagiatsverdacht. Giffey verzichtet auf den Doktorgrad und kontert auf Facebook: Wer ich bin und was ich kann, ist nicht abhängig von diesem Titel. Was mich als Mensch ausmacht, liegt nicht in diesem akademischen Grad begründet. Heute dann der Rückzug von der Regierungsbank und ein Lob von SPD-Kanzlerkandidat Scholz. Sie hat ein großes Herz. Und das hat ihrer Politik immer genutzt. Sie hat großes Engagement an den Tag gelegt. Und sie hat eine riesige Erfolgsbilanz als Familienministerin für dieses Land. Nun übernimmt Justizministerin Lambrecht auch das Familienministerium. Vertretungsweise keine gute Idee, findet die Opposition. Wir haben immense soziale und psychische Folgen der Corona-Pandemie bei Kindern und Jugendlichen. Und da muss das Familienministerium jetzt handlungsfähig sein. Da reicht es auch nicht, auf eine Vertreterlösung zu gehen. Giffey selbst äußert sich heute nicht vor der Kamera, lässt aber wissen, sie habe immer nach bestem Wissen und Gewissen gehandelt. Um das Amt der regierenden Bürgermeisterin von Berlin aber werde sie kämpfen.